Das steht dir. Das steht dir wirklich. Ja, gut. Da ist irgendein Zettel dran. Wie ist er da? Hallo bei den Spielzeugtestern! Ihr hattet ja so sehr ein Back-to-School-Video euch gewünscht. Und eigentlich weiß ich nicht, was ich euch zeigen soll, denn ich habe noch keinen Stundenplan, keinen Zettel zum Sachen holen und ich habe hier eigentlich noch den gleichen Rucksack. Und die gleiche Federtasche. Und den gleichen Turmfeuer. Der ist von einem alten Ranzen. Ja, aber der funktioniert... Hi! Der funktioniert sehr gut. Und den gleichen Kater haben wir auch hier. Aber ich würde sagen, wir packen einfach mal meinen Ranzen ganz aus. Ganz, ganz, ganz. So. Hier ist fast gar nichts mehr drin. Bücher auch keine mehr, ne? Oder? Nee. Aber hier... Tada. Oh je, oh je. Hier, das ist nur der kleine und hier das Karett und meine Sammlung an Pappe. Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum? Es bedeutet, ich hatte 8 Blöcke schon. Aber guck mal da, du nimm mal den karierten da bitte raus, weil das biegt alles total um. Oder irgendwas, ja den. Genau, dass die da nicht so, weil das, wenn das so zerknittert, ist das Mist. Jetzt. Die sind zwar noch relativ voll, aber wir kaufen trotzdem neue. Ja, lieber als Ersatz, die gehen ziemlich schnell leer, ne? Außerdem, die sind richtig praktisch, weil damit kann man einfach so, wir nehmen einfach mal ein Blatt und dann kann man einfach plopp. Das ist viel einfacher als die College-Blöcke und es geht weniger kaputt. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil hier ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber egal. Wir haben in den Tiefen meines Ranzens haben wir noch mein Notkittchen. Kittchen? Kittchen. Das sieht aber dreckig aus. Ich weiß. Brother, warum ist das so dreckig? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist mir das mal auf den Boden gefallen. Spielst du damit Fußball oder was? Nee, aber was? Haben wir da nicht noch eins von? Keine Ahnung. Du kannst mal ausräumen und ich gucke mal, ob wir noch so eins haben. Mein Taschenrechner. Wir haben hier auch meinen Taschenrechner. Die Universität. Fang! Das war kein Fang. Nee. Wir haben hier auch. Das ist das gleiche nochmal in neu. Ein Nasenspray. Und dann noch. Ja, und dann noch zwei sehr witzige Sachen. Ein Strohhalm. Nicht dein Ernst. Hast du den schon jemals einmal benutzt? Den habe ich noch nicht benutzt, aber guck mal. Der ist richtig hübsch. Der ist auch bunt. Wow. Und der ist hier auch immer noch kaputt von meinem Fahrradkorb. Das geht's kaputt. Oh no. Das wird vor allem immer größer. Ja, wenn man... Nee, nee, nee. Vorsichtig. Nee, ich habe einfach nur gezeigt, dass es... Hier ist es immer noch zusammen. Ja. Und was ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist... Für meinen Fahrradsitz. Ja. Und hast du nicht auch einen für den Ranzen? Ja, für meinen Ranzen. Ja. Ein klein zerbrochenen... Ist der kaputt? Ein bisschen. Oh, nee, dann leg den gleich zur Seite. Müll. Einen kleinen Spiegel. Ja. Ist er leer? Ja, ist leer. Nein, was ist das? Okay. Aber der ist noch in Ordnung. Muss er. Ja, der würde erst oder so in 2 Monaten nicht ablaufen. Ja. Okay, und das mit den Mappen müssen wir dann einfach mal gucken, je nachdem. Hanna hat ja auch neue Fächer dann wahrscheinlich. Ja. Ja. Von daher, wir wissen noch gar nichts eigentlich. Gar nichts, gar nichts. Keine Liste, kein Stundenplan, kein gar nichts. Nothing. Ich würde sagen, mit diesem Wissen... Ich hab's geschafft! Oh wow, ist das auch einer? Ja. Mit diesem Wissen gehen wir jetzt einmal zu Rossmann und kaufen erstmal so ein bisschen... Dieser ist der hier. Der andere gefällt mir besser. Ja. Sieht aus wie eine Antenne. Antenne niedersetzt. Und jetzt lass uns losgehen. Wir sind jetzt bei Rossmann.
Mhm. Und ich brauche als erste Stifte. Und aber bitte nicht die für 16 Euro. Bitte vor. Aha. Ich hatte die früher mal. Ja, wo auch immer die sind. Ich weiß eigentlich nicht, welche Stifte. Ne, einfach, guck mal, du brauchst immer rot, gelb, grün, so blau, diese typischen. Aber das würde gehen, weil es hat auch Papiergummi. Das hat Papiergummi. Nein, das sind nur die Farben hinten. Obwohl, radierbare Buntstifte, tatsächlich. Okay, die sind für 5,99. Sieht gut aus. Ernsthaft? Ja. Das ist ganz schön teuer. Scheiße. Guck mal hier. 2,99. Jetzt Tintenkiller. Das sind, nee, guck mal, warte mal. Pelikan, 1,99. Bist du die Tintenkiller oder? Die zwei auf jeden Fall. Eins für zu Hause, eins fürs Mitnehmen. Ich könnte eine Maus benutzen, dann benutze ich nicht immer deine, wenn ich die mitnehme. Und ich denke, ich brauche ein Radiergummi. Schon, wir haben eine Trilliarde Radiergummis zu Hause. Nee. Guck mal. Für 1,49. Ja, die sind doch auch süß. Ja. Und da sind Radiergummis. Zwei Radiergummis? Ja. Okay. Dein, ja, das wollte ich gerade sagen, der ist kaputt. Warte, gib mir mal meinen kleinen Trolli. Bitte schön, die Dame. Du hast 27 und 28, hast du gehabt. Und ich denke, das ist auch noch so. 27 und 28. 27? Ja, genau. Ich würde zwei nehmen. Guck, der kommt dir schon entgegen. Genau, einen blauen, einen roten. Eine Sache, was ich immer gemacht habe. Ja. Ich habe irgendwie, mein letzter Block hat irgendwie drei von diesen Teilen drin. Ich weiß, habe ich gesehen. Zwei oder ein? Für jeden. Ein. Erstmal. Weil vielleicht kommen die auf die Idee und du brauchst irgendwelche anderen. Ja. Können wir mal gucken, wo die Mini-Sachen sind? Die Reisesachen? Ja. Okay. Vor. Das hier ist richtig süß, aber ich habe schon eins in meinem Turnbeutel. Ein normal großes, ne? Ja. Obwohl das echt niedlich ist. Das ist fast. Das ist sehr teuer. Die Reisegrößen sind immer so viel teurer. Verstehe ich auch nicht. Also ist hier nichts, was du brauchst? Nee. Okay. Ja, ich bin auf der Suche nach Hannah. Die muss hier irgendwo sein. Ich bin davon ausgegangen, dass sie hier beim Spielzeug ist, aber. Aber es gibt ja zwei Reihen Spielzeug. Sie nicht. Ah, als wenn ich es geahnt hätte. Das ist nicht die Schulabteilung. Ich weiß, aber bitte. Bitte. Was, bitte was? Das ist das Spiel, kenne ich für TikTok. Wer es bitte haben? Please. Oh, sorry. Okay. Dankeschön. Ach so, das kommt in meinen Wagen. Supi. Ja. Wir sind jetzt wieder da und dann packen wir jetzt erstmal mein. Also ich habe jetzt gelernt, dass das Notfallkit heißt. Ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, das hatte keinen Namen vorher bei uns. Also erstes Pflaster. Weil Pflaster sind sehr wichtig. Ich glaube, das haben wir gar nicht mehr mitgefilmt. Hannah hatte sich Pflaster ausgesucht, weil man Pflaster immer gebrauchen kann. Ja, so. Das sind. Ja, so machen wir das mal. Und der Rest kann dann erstmal zu Hause bleiben. Ja, du kannst ja immer neu auffüllen. Ja. In welche Klasse seid eigentlich ihr gekommen? Ich bin ja in die 8. gekommen. Noch nicht. Noch nicht. In aber einer fast. Woche. Ja. Und was jetzt Mädchen so brauchen? Pads. Tücher. Tücher. Warte. Also Feuchttücher, ne? Ja. Pads und Tücher, weil weshalb nicht? Sind die eigentlich noch feucht oder sind die ausgedörrt? Sehr gut. Da ist irgendein Zettel dran. Warte, wie ist der da? Ulala! Es ist nichts drauf. Oh. Ne.
langweilig. Den kannst du aber nicht abmachen, dann ist da jetzt Luft dran, ne? Das ist nicht, das ist sogar trocken. Ja, okay, dann klappt's. Wie, es ist sogar trocken? Es ist sein. Sogar nass noch ein bisschen. Okay. So. Ist das andere Ding leer? Nee. Mein Lippenstift. Oh, ja, dann packt den da auch mit rein. Ein bisschen Lippenpflege. Ja, da sieht wieder ein bisschen anständiger aus als das. Ja. Alte Ding da. Vielleicht kann man das in die Waschmaschine stecken. Können wir ausprobieren. Stimmt. Ach, übrigens, Mama. Ja. Meine Turnschuhe sind mir zu klein. Die sind mir zu klein? Ja. Das ist, denke ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Größe das ist, aber die sind zu klein. Viel zu klein. Das heißt, wir müssen nochmal los und Turnschuhe besorgen. Ja. Was hast du da noch drin? Mein Theo, mein kleines. Ah, ja. Wir sind jetzt bei Decathlon und ich habe mir neue Turnschuhe ausgesucht. Es ist ja immer wichtig, dass die eine richtig helle Sohle haben. Für die Sporthalle eben. Die sehen gut aus. Ja. Vor allen Dingen gegen die hier. Ja. Das steht dir. Wir haben hier keinen Spiegel. Das steht dir, wirklich. Geht ihr eigentlich gerne zur Schule oder habt ihr lieber Ferien? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss!